Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Empyreon Galactic Survival mit dem leicht röchelnden Troplay. Und dem lieben Korte LP. Yay. Ich bin kurz vorm Verhungern, aber ich habe hier nochmal eine Frucht gefunden. So. Hier hast du jetzt auch nochmal 14 Schuss für die Schrot. Okay, wunderbar. Gut. So. Und ich muss erkunden gehen, wir haben kein Silizium mehr. Gibt's das überhaupt auf diesem Planeten? Warte, ich guck mal auf der Karte. Mm-mm. Eisen, Magnesium, Magnesium, Promethium, Eisen, Kupfer, Kobalt. Soll ich mir Rückendeckung geben? Guck mal rechts unten. Da hast du doch, ne, wie viel von was wir entdeckt haben. Aber laut dem gibt es 5 Quellen auf diesem Planeten. Edition, ja. Ist das Ding neu oder habe ich das immer nur übersehen? Ich glaube, das ist neu. Oder mit Perwoll gewaschen. Das ist auch eine Möglichkeit. Okay, ich gehe suchen. Ich komme mit. Willst du fliegen? Nee, bist du des Wahnsinns. Warum? Letztens hast du dich noch beschwert, weil ich flieg wie Drecksau. Ja, darum. Da kann ich mich jetzt wieder beschweren und in der Zeit kann ich in Ruhe was trinken. Ich sitze schon mal oben drin und warte. Also das Taxi dauert auch immer länger. Ich habe nur noch nicht raus, wie man... Oh Gott. So, warte. Ich muss nur mal ganz... Weißt du, was das Coole ist? Ich habe gesehen, wie das Raumschiff runterfällt und du rechts so neben mir fliegst. So. Ja, ich habe gerade was rausgefunden. Rollen links, rollen rechts. Ah! Das muss ich dann doch wieder auf E setzen. Öffnen, verwenden. Machen wir dann einfach mal. Wo machen wir dann? Machen wir das halt auf T. Das war, glaube ich, ursprünglich mal so, ne? Ja. So. Und warum springt das Ding jetzt nicht an? Keine Ahnung. Weil kein Strom mehr drin ist. Könnt ihr das hinkommen? Strom für... ja. Ist der? Ich hab doch letztens erst nachgekippt. Und jetzt drücke ich alles auf E. Das, oh, das könnte interessant werden. Gott, wie viel Sprit braucht das Ding dann? Vom ich drücke also wahrscheinlich nicht so viel wie ein VW-Motor. Obwohl, nee, da waren es ja nur die Abgaswerte, ne? Ja. Aber ich fahre ja kein VW. Ich auch nicht. Ich fahre einen Franzosen. Ich fahre einen Deutschen. Ja, siehst du, genauso schlimm. Ha. Also du fliegst jetzt gerade mitten auf einen der Türme zu. Sehe ich das richtig? Nein. Gut. Warte, lass mich mal ganz kurz auf die Karte gucken, in eine Richtung, wo noch nichts ist. Ja, hier, jetzt flieg mal... Ja, drehen. Ja, genau, flieg mal so. Ich so? Auf den Turm zu, ein bisschen weiter rechts. Da vorne kommt schon wieder ein Turm, ne? Da meine ich aber ein bisschen weiter rechts. So. Ach, da ist ja wieder ein Turm. Den meinte ich doch. Also. Steigen wir überhaupt? Ich muss ja, wir steigen. Aber okay, steil. Gut, wenn du da lang fliegst, dann könnte es sein, dass du da rechts vom Turm... Oh, da ist ja noch ein Turm. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Ah, okay, wir fliegen in die Richtung. Alter, wie viele Türme haben wir denn hier? Wahrscheinlich wird da Promethium sein. Dann würde ich sagen, lande doch mal hier auf der Insel links von dir. Welcher? Oh, was haben wir entdeckt? Eisen. Meinst du da so, wo ich gerade genau drauf zu... Ja, also so, ja, versuch aber noch ein bisschen ruhig näher. Ah, das Kupfer. Okay, gut. Dann versuch trotz alledem mal da diesen Berg entlang zu fliegen. Richtung des Turms, aber ein bisschen mehr rechts halten. Jetzt rechts halten, genau da, ja. Flieg mal da lang. Jetzt weiß ich auch, wie man sich drehen kann. Jetzt werde ich ein guter Pilot. Nämlich okay. So. Kupfer. Okay, nein, weiter rechts. Kobalt. Da ist Kobalt. Da ist doch schon wieder so ein Turm. Siehst du das? Weiter rechts. Rechts. Ganz schnell rechts. Oh, das könnte jetzt böse enden. Guckst du zur schon. Seite auf die Schießen? Nee, kann ich nicht. Interessantes Objekt, Alienturm V1. Oh, nein! Oh, was ist das? Die Grenze? Ja. Oh. Verdammt. Wir trudeln. Oh, ich habe die Kiste gefangen. Episch.
Okay, dann lass uns hier landen. Wir müssen den Alienturm auseinandernehmen. Mach ich mit dir eine Wette. Versuch irgendwie in die Nähe des Alienturms zu kommen. Warte, warte, warte. 650, ich glaube, so 400 Meter kann er schießen, also näher kann es noch ran. Ein bisschen näher ruhig, näher, näher, näher. Versuch warte, ich versuche ein bisschen runter zu gehen. Genau, geh ein bisschen tiefer, ein bisschen tiefer. Vielleicht kannst du vorne auf der Insel landen, so. So, warte mal, erstmal die Kiste wieder meinst beruhigen. Du hier? Sag Bescheid, wenn wir aussteigen sollen. Warte. Nehmen wir wieder einen Turm auseinander. Vielleicht finden wir auch da ein paar Ressourcen. Könnte interessant werden. Warte, ich fliege mal auf die... Halt du in meinem Auge. Kann ich nicht. Was? Ich kann mich hier oben nicht drehen. Achso. Warte, dann machen wir es anders. Auf die kleine Insel. Achso. Ich glaube, vielleicht weißt du ja, was ich vorhabe. Noch schießen sie nicht. Das ist gut. Also ich würde jetzt sagen, 250 Meter haben sie. Sie schießen. Sie schießen. Okay. Lande, 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 lande. Ich will nicht gerade. So, Klappe zu, Affe tot. Weg. Boah, hier. Ich bin raus. Ich auch. Oh, Scheiße. Guck mal, da ist eine Drohne schon. Oh. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ich muss das Ding aus der Schusslinie holen. Ich lenk's ab. Hat sich erledigt. Wieso? Unser Raumschiff ist im Arsch. Alter! Die haben das Raumschiff gekillt! Ich hab gesagt, flieg nicht so dicht dran. Ich hab gesagt, pass auf. Und die Drohne, die schießt ein bisschen anders als die anderen. Die schießt noch normal. Wir kommen nicht an die ran, wir müssen sie hochlocken. Komm hinter das Raumschiff, komm. Hier sind noch Sauerstofftanks drin, die nehme ich mit. Verdammt, jetzt müssen wir uns auch noch ein eigenes Raumschiff bauen, ey. Was zum? Der hat den Sauerstofftank oder irgendwas hochgejagt. Alter, schubst du mich beiseite. Was? Wo kommst du denn jetzt her? Oh, lad doch nach, verdammt. Echt? Oh, ja, das ist echt hier. Der Rückweg wird heftig. Ups. Boah. So. Show me your items. Oh, einiges. Och man, ich hab's ja auf Tippen. So. Okay. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Alienturm oder. Warte mal, ich guck mal. Ich möchte mal wissen, wie weit ist der Weg zurück? Ich will's gar nicht wissen. Promethium? Nee. Was haben wir gesucht? Silikon. Promethium. Alter, weißt du, was das für ein Weg ist? Ich seh's gerade. Komplett auf der anderen Hälfte des Planeten. Wo ist denn unsere Fahrt? Oh, Scheiße, da oben. Ja. Okay. Wollen wir trotzdem auseinandernehmen? Wird eine interessante Folge. Oh ja. Das Problem ist, wir sind auf einer Insel. Wir sind auf freiem Feld, ja. Da vorne ist ein Weg rüber. Hab ich gesehen. Und da gibt's Hot Dogs, weil das Problem ist, wir haben auch kein Essen. Ich verhungere gerade. Hier vorne kommen wir hin. Gut. Hier sind nochmal Hot Dogs, komm. Da ist auch so schön ein Hügel. Hier sind nochmal Hot Dogs. Problem ist, der hat... Oh, da hat sich jemand... Da oben ist noch ein Turm drauf. Ich sehe es gerade. Alter! Ein Raketenabwehrgeschütz. Oh! Alter! Der ist ein bisschen schlimmer als der vom letzten Mal, merke ich gerade. Vorteil, hier unten kann er nichts. Alter. So. Ich bin in Deckung. Ich muss nur kurz was essen. Alter, war weiter. Ich auch. Das wird episch. Tro, wo bist du? Ach, du stehst neben mir. Gut. Das Problem ist, da folgt dir noch so ein Vieh. Kommt da gleich noch um die Ecke.
Oh. Es guckt dich an. Okay, jawohl. Ist erledigt. Ich gehe rein. Wahnsinn. Ich bin drin. So, Loot. Ach du Scheiße. Kupfer, Silikonerz, Neodiumerz, Magnesiumerz. Hier ist von jedem Erz was drin. Okay, können wir es jetzt hier ausschalten? Was ist das? Warte mal, das ist doch das ist der Alien-Kern. Können wir den vernichten? Warte mal, ich habe noch was dabei zum Vernichten. War in deinem Container auch noch was drin? Nee. So, den habe ich vernichtet, den Alien-Kern. Die Frage, wie kommt man hier wieder raus? Hallo? Ich habe doch eine Waffe. Ach, du hast das. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. So, in welche Richtung liegt Kann Heimat? Kann er noch schießen? Kann er jetzt noch schießen oder hat er keine Energie mehr? Der dürfte jetzt eigentlich... Der sieht ziemlich lahmgelegt aus. Aufbauen ab, vielleicht gibt's Ressourcen. Gab doch Ressourcen, wenn du die Dinger abbaust, oder? Er sieht deaktiviert aus. Yep. Yep. Okay, dann baue ich den mal ab. Mal gucken, ob es überhaupt geht. Hast du was gekriegt? Nö. Oh. Ach, da bist du. Ja, ich stehe hier so rum. Kommt mir irgendwie gar nichts aus den Ressourcen raus. Schade. Oder? Nö. Schrotflinte habe ich, Raketenwerfer. Aber keine Raketen. Yay. Und ein Sturmgewehr. Munition 6,8. Doch, steht doch dabei. Schrotflinte steht 12 GA. Ja, aber bei den fürs Raumschiff nicht. Ach so. So, Tro. Ja. Wir haben einen langen Fußmarsch vor uns. Oh ja. Tschüss, oh. Raumschiff. Ich hab ein Standbild, also. Alter, kann ich snipen. Alter, das ist ein Sniper. Alter, ich kann jede einzelne Pore auf deiner Haut sehen. Okay, war ein bisschen übertrieben, aber egal. Okay, in welche Richtung müssen wir denn? In welche Richtung? Ich überlege gerade, lohnt sich's nicht eher in die andere Richtung zu laufen? Nein, nee. Das ist ja noch weiter. Ich wollte es gerade sagen. Na, liebe Leute, dann heißt es jetzt die nächsten paar Folgen überleben in der Wildnis. Dann lass uns mal los. Oh, hier, guck mal. Ha, Essen. Kobra-Blätter. Nee, die geben nichts zu essen. What? Was tust du? Ich wollte eigentlich nur was essen. Ich habe zu schnell gewechselt. Mhm. So, dann lass uns mal laufen. Ich hoffe, ich laufe in die richtige Richtung. Halbwegs. Ja, wir müssen hier lang, ja. Ach, hast du schon eingesammelt, die Corn Dogs? Ich brauche Essen. So, aber wir laufen nicht, wir gehen, würde ich sagen. Weil ansonsten geht unser Hunger noch mehr nach unten, bis wir genügend zu essen haben, ne? Oh, meins. Meins. Jetzt werden wir hier noch zu Kannibalen. Ich esse dich. So isst du mich. Ey, die Einzige, die mich vernaschen darf, ja, das ist meine Frau. Möchte ich ja gleich mal sagen hier. So. So. Ja, hier immer nur... Ah, verdammt, ey. Das ging ja mal total in die Hose. Aber hey, Cordy, jetzt weißt du jedenfalls, wie ein Schiff Grund gebaut wird und dann kannst du das ja mal selber bauen, ne? Ja, jetzt haben wir ja ein bisschen... Da hinten ist noch ein Turm. Ja, komm, nehmen wir auseinander, oder? Jo, aber lass uns doch erstmal ein bisschen noch Energie auf... Ernsthaft? Ja. Warte mal, liegt der jedenfalls auf dem Weg? Wahrscheinlich nicht. Alter, der geht ja nochmal weiter weg. Guck mal, dann müssen wir über das ganze Ding darüber. Kannst mich mal. Irgendwann wollen wir auch mal zurück. Da können wir mal wieder hinfliegen. Also was wir wissen, näher als 300 Meter ist böse. Und was wir wissen, die nächsten 10 Folgen haben wir kein Raumschiff mehr. Ja, aber dafür haben wir jetzt ein bisschen was an Loot bekommen.
Wir können uns hier, guck mal, hier sind... Oh, drei Corn Dogs. Eins? Warte, wo ist denn der andere hin? Weiß nicht. Da oben ist einer. Meiner. War was? Von Arsch. Jedenfalls die nächsten Folgen werden wir ein bisschen Wettrennen ums Essen machen. Ein bisschen ist gut. So, mal gucken, wo sind wir denn? Warte mal, müssen wir den Berg hier entlang? Ich guck mal ganz kurz. Keine Ahnung, ich bin oben. Nette Aussicht. Echt? Warte, ich komm mal hoch. Das da hinten ist ich bin der König Turm. Der Welt. Was ist der da hinten? Der da ganz hinten in der Ferne, ne? Sieht auch interessant aus. Wo denn, Alter? Hä? Wo ganz ja, oben? Hier oben. Warte. Hallo? Tro? Ich bin ja noch weiter oben. Also, Alter, ich dachte gerade, wo ist der denn? Da dachte ich auch. Ist der noch weiter oben? Hier ist eine gelootete Pflanze. Ja, habe ich auch schon gesehen. Fand ich ärgerlich. Ich dachte so, du bist... Deswegen dachte ich ja, du wärst da. Nein. Ich bin unschuldig. So, jetzt bin ich wirklich ganz oben. Oh, ich komme noch gar nicht hoch. Musst einmal springen. Jetpack. Jetzt bist du der König der Welt. Obwohl, der da hinten könnte noch ein bisschen höher sein, oder? Da noch ein weiter? Keine Ahnung. Gucken wir mal, in welche Richtung weiter. Ach ja. Aber ich glaube, auf dem Weg würden uns auch noch ein paar Türme begegnen. Wenn ich mich richtig entsinne. Wir sind ja ein paar Türmen ausgewichen. La 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 la. Aber ob wir lebend ankommen, seht ihr in den nächsten Folgen. Und in der nächsten Folge seht ihr auch, wie wir an ein paar Türmen vorbeilaufen, denke ich mir. Oder? Oder vielleicht auch looten, je nachdem. Corn Dogs! Meins! Eins? Ja, eins. Zwei? Da war irgendwo der dritte. Ich hab da auch noch einen gesehen. Wow, da geht's tief runter. Nein. Ah. Und ob Corti den Sturz überlebt hat und noch vieles mehr, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich sage ganz herzlich Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö. Gehabt euch wohl und tschüss.